Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie versprochen gibt es eine weitere Programmankündigung. Ich hatte ja aber gesagt, dass wir mit Egmont folgen. Ich habe erstmal was anderes überlegt und zwar reden wir heute über zwei Programme. Und zwar das von Crunchyroll, was ein bisschen länger ist als normal, und das von Löwe Manga, das erste. Und dazu sehen wir uns gleich wieder. Ich habe gedacht, mit dem Einstieg von Löwe Manga in den Manga-Markt ist das auch ganz spannend. Und von Crunchyroll war ich tatsächlich eigentlich positiv überrascht, was das Programm angeht. Deswegen haben wir insgesamt 21 Lizenzen, 14 von Crunchyroll und 7 von Löwe Manga. Und damit starten wir auf jeden Fall im Oktober bei Crunchyroll. Da kommt der Titel Die Wiedergeburt meines Sohnes in einer anderen Welt von Kanemoto. Hiraki Shibata ist ein Dramedy Seinen. Der ist in 5 Bänden abgeschlossen. Alle 2 Monate erscheint der für 7,50 Euro. Als selbstdiagnostizierte Otaku fragt sich Tomota, 35 Jahre und keinerlei Erfahrungen mit Frauen schon, was Mio, einst eines der beliebtesten Mädchen der Klasse, nun auf einmal von ihm will. Denn entgegen jeglicher Wahrscheinlichkeit hat die ehemalige Mitschülerin ihn nicht nur ausfindig gemacht, sondern sitzt nun auch gerade ganz real vor ihm. Mio allerdings ist nur aus einem ganz bestimmten Grund aufgetaucht. Tomota soll ihr helfen, entweder geisekai zu werden oder ihren Sohn zu entisekaien. Und dafür ist natürlich niemand besser geeignet als der zertifizierte Otaku von damals. Was in Mios Augen absolut logisch erscheint, bringt Tomota in eine knifflige Situation, als er erfährt, dass ihr Sohn tatsächlich bei einem Autounfall ums Leben kam. Um ihre Trauer zu bewältigen, fing Mio an, die Manga und Light Novels, die ihr Sohn so geliebt hat, zu lesen. Und in diesen fand sie ein wiederkehrendes Thema, die Wiedergeburt in einer anderen Welt. Daraus schließt sie, dass ihr Sohn ebenfalls in eine andere Welt reinkarniert wurde. Ihm zu folgen, scheint er die einfachste Lösung, um ihn wiederzusehen. Tomota bringt nicht den Mut auf, Mio diese Überzeugung auszureden und findet sich nun also als Komplize in ihren zunehmend skurrilen Plänen wieder, es ihrem Sohn gleich zu tun. Oder aber seinen frühzeitigen Tod zu verarbeiten. Dann kommt der Titel Anzüglich verführt von Shin Kawamaru, ein Rom-Com-Shoujo-Manga, der läuft bisher in 9 Bänden noch, erscheint alle 2 Monate zum Preis von 7,50 Euro. Sex mit dem Chef. Heimlich beginnt die neugierige Miu mit ihrem Chef ein Experiment, bei dem sie gemeinsam die 48 Sexpositionen aus dem japanischen Kamasutra ausprobieren wollen. Natürlich ohne sich ineinander zu verlieben. Aber geht das überhaupt bei so einem aufregenden Trial-and-Error-Stündchen? Und dann kommt in dem Monat noch I Am a Cat Barista, wisst ihr, ich liebe den Manga total, von Hiro Maijima, ein Slice of Life Josei Manga, der erscheint hier, die beiden Bände erscheinen hier in einer 2-in-1 Edition im Hardcover tatsächlich für 17 Euro, was für die 2 Bände eigentlich dann zusammen echt ein guter Preis ist. Wer wünscht sich bei dem Alltagsstress nicht einen ruhigen Nachmittag im Café mit einem perfekten Heißgetränk? Serviert von einem Barista, der sich nicht nur alle Sorgen seiner Gäste annimmt, sondern auch noch ein kuscheliger Kater ist. In Hiro Maijimas Cat Barista stoßen allerlei vom Alltag geschundene Seelen auf das Café Hajiwara und finden dort, wenn nicht die Lösung ihrer Probleme, doch wenigstens ein offenes Flauschöhrchen. Dann sind wir im November, da kommen wieder 2 Titel. Zum einen Sanda von Paro Itagaki, Dramedy Shonen-Titel, der läuft bisher in 12 Bänden noch, erscheint alle 2 Monate für 9 Euro. Das Japan der Zukunft droht aufgrund der rapide gesunkenen Geburtenrate auszusterben. Umso mehr werden junge Menschen, besonders Kinder, als nationale Schätze gesehen und mit entsprechender Wertschätzung behandelt. Kazushige Sanda wächst also behütet auf, bis ihn eines Tages seine Mitschülerin Shiori vor die Wahl stellt. Den roten Pullover anziehen oder sie nutzt ihr Messer, um seine Kleidung auf andere Weise rot zu färben. Denn sie ist überzeugt, dass Sandas wahre Identität die des wiedergeborenen Santa Claus ist. Mit seiner Hilfe will sie ihre verschollene Freundin Ono finden. Also bleibt ihr nichts anderes übrig, als Sandas schlummernde Kräfte zu erwecken und ihn in Santa Claus zu verwandeln. Was ihr auch gelingt. Dann kommt noch der Titel Yumeochi, Dreaming of Falling for You von Ryota Kitada, Comedy-Edgy-Titel-Shonen, der ist in 4 Bänden abgeschlossen, erscheint alle 2 Monate für 8,50 Euro. Tsutomu kennt kaum ein anderes Gefühl, als die Reue, seine Jugend nicht ausgekostet zu haben. Nun ist er gefangen in einem freudlosen Alltag und hangelt sich durch ein Studium, das ihm nur mäßig zusagt. Doch eines Tages findet er während eines Teilzeitjobs einen mysteriösen Manga, dessen Protagonist sich an ein Mädchen verliebt, das er nur in seinen Träumen sieht.
Daraufhin beginnt Tsutomu von seiner Schulzeit zu träumen und seine damaligen Fehler auszubügeln, nur um festzustellen, wie viel schöner seine Jugend hätte sein können und welche wundervollen Erfahrungen ihm entgangen sind. Insbesondere die Interaktion mit seiner Mitschülerin AGH fallen drastisch anders aus als in der Vergangenheit, denn in seinen Träumen scheint das aufgeweckte Mädchen einen Gefallen daran gefunden zu haben, Tsutomu aus der Fassung zu bringen. Ganz im Gegenteil zu der zurückgezogenen Person, an die er sich erinnert. Aber es sind ja leider nur Träume und er erwacht jedes Mal wieder in seiner realen Misere. Doch was, wenn er nicht der einzige Traumreisende ist? Dann sind wir im Dezember, da kommt als erstes Hokkaido Girls are Super Adorable von Kai Ikada, Drama, die Edgy Shonen Manga. Der läuft bisher in 3 Bänden noch, erscheint alle 2 Monate für 8,50 Euro. Auf der nördlichsten Insel findet man nicht selten eine glitzernde, einladende Schneelandschaft, solange man sie aus einem warmen Taxi heraus betrachtet. Das muss auch Tsubasa feststellen, nachdem er sich von der verzauberten weißen Landschaft eingenommen die letzten paar hundert Meter zu seinem neuen Zuhause zu Fuß vornimmt und innerhalb von wenigen Minuten vor Kälte kaum mehr denken kann. Dabei hat er sich schon in 3 Lagen und einen riesigen Wintermantel eingehüllt. Wie soll er es so also bis nach Hause schaffen? Wie gut, dass seine Aufmerksamkeit schnell auf etwas anderes gelenkt wird, denn mitten im Schnee steht ein Mädchen. Blondierte Haare, lange Nägel, Lippenstift und Minirock? Bei den Temperaturen? Schnelles Tsubasa in ein Gespräch verwickelt und es stellt sich heraus, dass Minami auf die gleiche Schule geht wie er. Das attraktive, in Hokkaido geborene und aufgewachsene Mädchen sticht dabei nicht nur mit ihrem extravaganten Stil heraus, sondern ist mitunter auch laut, tollpatschig und anhänglich. Und Tsubasa kann gar nicht anders, als sich ihrem Charme zu ergeben. Dann kommt außerdem der Titel Tengu, das Böse im Blut von Shinta Harekawa, Fantasy Mystery Seinen Manga, der läuft bisher in 5 Bänden noch, erscheint alle 2 Monate für 8 Euro. In den Bergen Japans verbringt Mamoru Yamayamori seine Tage damit, den Schrein seiner Familie zu hüten. Tengu, Monster, die sich von Menschenfleisch ernähren, zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass seine beiden jüngeren Brüder niemals seine Rolle übernehmen müssen. Er ist nicht in der Lage, dem Leben zu entkommen, das ihm von seinen Eltern und einem dunklen Ritual mit Tengu-Blut aufgezwungen wurde. Seine Existenz ist ein Fluch. Mamoru ist dazu bestimmt, im Dienste anderer jung zu sterben. Er ist mit einem undankbaren und grausamen Schicksal belastet und die einzige Unterstützung, die er hat, sind seine Brüder. Dann gibt es außerdem in dem Monat noch ein Spy X Family Ausmalbuch für 15 Euro. Das gibt es im Großformat mit 40 Seiten. Dann sind wir im Januar, da kommt ein Titel und das ist Magi Lumiere Inc. von Seka Iwata und Yu Aoki Action Dramedy. Der läuft bisher in 11 Bänden noch, erscheint alle 2 Monate für 8,50 Euro. Kana hat gerade die Uni abgeschlossen und ist nun mitten im Bewerbungsprozess. Nur scheint es, als würde nicht ein einziger Arbeitgeber sie wirklich brauchen. Und eine klare Vorstellung von ihrem zukünftigen Job hat sie auch nicht. Doch dann wird eines ihrer Vorstellungsgespräche plötzlich unterbrochen, als ein Kai, monsterartige Kreaturen, die die Menschheit heimsuchen, die Firma attackiert. Schnell muss also Hilfe her und schon bald steht ein Magical Girl bereit, um die Angestellten zu retten und das Monster auszulöschen. Als die Heldin jedoch mitten im Kampf Unterstützung braucht, zögert Kana nicht einzuschreiten, auch wenn sie damit die Chancen, einen Job bei dieser Firma zu landen, einbüßt. Wie gut also, dass ihre Retterin Hitomi sie prompt für das Start-up, bei dem sie selbst angestellt ist, anheuert. In welcher Position? Magical Girl natürlich. Im Februar kommen dann 2 Horror-Manga und zwar der erste ist Phantom Tales of the Night von Matsuri Drama Horror Shoujo. Der ist in 12 Bänden abgeschlossen, der kommt hier für 8 Euro, erscheint auch im Englischen als Großformat. Ich glaube, über den haben wir schon mal geredet, weil ich den auch sehr, sehr, sehr lange schon beobachte und zumindest die Cover Artworks unglaublich schön finde. Willkommen im Murakamo Inn. Das geheimnisvolle Gasthaus bietet verschiedenen Gästen eine sichere Zuflucht, wenn sie dies am dringendsten benötigten. Sein verwegener Wirt verlangt im Gegenzug keine übliche Bezahlung, sondern lediglich eins. Sie müssen ihm ihr größtes Geheimnis anvertrauen. Und wenn sie noch keins haben, wird er dafür sorgen, dass sich das ändert. Dann haben wir außerdem noch den Titel Shibatarian von Katsuya Iwamuro. Ist ein Drama-Horror-Shonen-Manga, der läuft bisher in 3 Bänden noch, wird für 9 Euro kommen in der regulären Edition und für 10 Euro in einer Limited Edition. Hajime Sato ist ein normaler Mittelschüler mit keinen sonderlich ausgeprägten Fähigkeiten. Als er eines Abends über das Schulgelände geht, findet er einen Klassenkameraden namens Shibata eingegraben unter einem Kirschblütenbaum. Natürlich hilft der Shibata aus der Misere und Abend für Abend schauen sie sich ab da gemeinsam Horrorfilme an. Doch je mehr Zeit vergeht, desto klarer wird, dass etwas mit Shibata nicht stimmt.
Plötzlich verschwindet Shibata einfach, um Jahre später etwas zu vollenden, was sich Hajime und er bei einem gemütlichen Filmabend ausgemalt haben. Und dann gibt es noch einen anderen Manga in dem Monat, und zwar Total in dich verschossen von Tsukiyama, ist ein Romance Boys auf Einzelband für 9,50 Euro. Beim traditionellen japanischen Bogenschießen Kyudo sagt man, es käme nicht etwa darauf an, das Ziel zu treffen, sondern darauf korrekt zu schießen. Form und Haltung stehen also vor der Trefferquote, wodurch im Kyudo, wie oft auch in anderen japanischen Kampfkünsten, der rein leistungsorientierte Aspekt zurücktritt und die Kunst des Sports in den Vordergrund rückt. Genau wie im Karate oder etwa Sumo gibt es traditionelle Kleidung und es wird in speziellen Dojos trainiert. Zumindest hat Yu das bisher immer so gemacht, dass sein Großvater ihm im hauseigenen Dojo üben ließ. Doch als Hajime ihn das erste Mal beim Bogenschießen beobachtet, wird ihm sofort eines klar. Mehr Menschen müssen Yus fantastisches Kyudo zu Gesicht bekommen. Also überredet er Yu, mit ihm zusammen den Kyudo-Club der Highschool beizutreten und gemeinsam für die nationalen Wettkämpfe zu trainieren. An sich kein Problem für Yu, auch wenn es ihm weniger um die Wettkämpfe geht, als darum, mehr Zeit mit Hajime verbringen zu können. Zum Abschluss für Crunchyroll gibt es dann im März zwei Titel. Der erste ist Midori, der Freund meiner Schwester von Amo Meguro, Romance Shoujo, der läuft bisher in 5 Bänden noch, erscheint alle 2 Monate für 8 Euro. Eines Tages bringt Suis ältere Schwester einen Jungen mit nach Hause und stellt ihn als ihren Freund vor. Ganz versteht Sui das nicht. Sowas wie Küssen und Händchen halten ist für sie eine komische Vorstellung. Aber das kann ihr ja egal sein. Nur lässt sich Midori nun nicht mehr so leicht aus ihrem Leben wegdenken. Denn er ist ständig bei ihnen zu Hause, frühstückt mit ihr und ihrer Schwester und lässt keine Gelegenheit verstreichen, Sui aufzuziehen und ihr vorzuhalten, was für ein Kind sie doch sei. Dabei geht sie doch auch schon in die 9. Klasse. Bloß 7 Jahre älter und er hält sich für Mr. Allwissend. Nur leider kann sie ihm in Punkten Wissen wirklich nicht das Wasser reichen, denn ihre Noten fallen eher mäßig aus. Also ist Nachhilfe angesagt und ausgerechnet Midori erklärt sich bereit zu helfen. So sehr sie sich also auch sträubt, Sui kommt aus der ganzen Nummer nicht mehr heraus. Und ihre Noten werden tatsächlich besser. Ganz nebenbei fühlt sich die Gemeinschaft Midoris auch gar nicht so nervenaufreibend an wie früher. Die einst fiesen Kommentare wirken nun verspielt. Bald kann Sui ihre Gefühle nicht mehr richtig einordnen, vor allem da der attraktive Junge anscheinend extra Zeit mit ihr zu verbringen sucht. Dabei ist Midori doch mit ihrer Schwester zusammen. Und der letzte Titel für den Monat ist dann Sonnenschein nach rauchblauem Regen von Kamomer Hamada, Romance Boys Love, der läuft bisher in 4 Bänden noch, erscheint alle 2 Monate für 8 Euro. Nie konnte Sakutaro an seinen Kollegen Kuji heranreichen, dessen Verkaufszahlen stets die besten der Abteilung waren. Doch zieht sich dieser frühzeitig aus der Firma zurück, zweifellos um eine glänzende neue Karriere einzuschlagen oder sein eigenes Unternehmen zu gründen. 8 Jahre später ist Sakutaro arbeitslos und kommt gerade bei seiner Tante unter. Eines Nachts, nachdem er in einer Bar wohl etwas über den Durst getrunken hat, erwacht er in einem fremden Haus, bei niemand geringerem als seinem Ex-Rivalen Kuji persönlich. Der hat ihn mitten in der Nacht nur knapp aus einer gefährlichen Situation gerettet und den unfreiwillig mehr als betrunkenen Sakutaro mit zu sich nach Hause genommen, um ihn ausnüchtern zu lassen. Immer noch sarkastisch und direkt hat er Sakutaro bald in seine Arbeit als Übersetzer eingespannt. Noch dazu kommt eine körperliche Kompatibilität, die sie damals in einem unerwarteten One-Night-Stand nach Kuchis Abschiedsfeier entdeckt hatten. Doch ob schöne Worte und lustvolle Nächte auf Dauer alles sind, was die beiden verbindet? Das war's jetzt also mit dem Programm von Crunchyroll. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Sagt mir gerne eure Meinung, wie ihr das Programm so fandet. Mir hat's eigentlich tatsächlich ganz gut gefallen in den Details. Sind zwar nicht so die übergroßen Namen dabei, aber sehr viele Sachen, die ich persönlich schon länger beobachte und die für mich ganz interessant sind. Also, mich würde eure Meinung sehr interessieren. Und dann starten wir mal mit dem neuen, relativ heiß erwarteten Programm von Löwe Manga. Die haben hauptsächlich für die Monate September und Oktober angekündigt. Häufig konzentrieren sich ja neue Verlage auch auf die Startmonate mit einem weiteren Titel noch im Februar. Und ich finde, man sieht die Handschrift von Kasee, dem alten Kasee, doch durchaus. Ich bin auch hier sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Im September kommt auf jeden Fall als erstes Dark Paladin von An Shiranui und Fumikaru Nishijima. Ein Action-Fantasy-Shonen-Manga, der läuft bisher in 12 Bänden noch, erscheint alle 2 Monate für 8,50 Euro. Kai ist ein Sonnenschein mit einem Herz aus Gold und doch schlägt dem jungen, dunklen Ritter in seiner blutverschmähten Rüstung nichts als Angst, Abscheu und Hass entgegen.
wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, sein Imageproblem zu lösen. Aber dann bringt die Begegnung mit Prinzessin Shelfa eine ersehnte Chance, eine Ausbildung zum Royal Paladin, den 12 stärksten Rittern des Königreichs, wird ihm sicher eine erhoffte Anerkennung bringen. Er verträgt nur leider das Training für heilige Zauber so schlecht. Dann kommt außerdem der Titel Don't Kiss the Dragon von Irono, ist ein Fantasy-Romance, ebenfalls Shonen. Ich habe gedacht, es wäre ein Shoujo, aber es eigentlich, also läuft, ist im Shonen-Magazin gelaufen. Der Titel ist aktuell mit 2 Bänden noch laufend, für 8,50 Euro. Mit verliebten Drachen hat man nichts zu lachen. Sakura und ihr Freund Ren sind Drachenmenschen. Sie sind dazu bestimmt, ihre Stadt zu beschützen. Doch Ren leidet unter einem angeborenen Herzleiden. Als er daran zu sterben droht, begeht Sakura einen fatalen Fehler. In der Absicht, Ren zu retten, befreit sie einen legendären Drachen, der den Körper ihres Freundes in Besitz nimmt und Sakura vor eine folgenschwere Wahl stellt. Doch auch der Drache ahnt nicht, wen er mit Sakura vor sich hat. Und dann kommt zum Schluss für den Monat noch der Titel Endlich Familie von Fuji Tobi Romans Boys Love Einzelband für 8,50 Euro. Find bei den Boys Loves vor allen Dingen im Zeichenstil, wurde ein bisschen was anderes versucht. Auch hier würde mich sehr interessieren, wie euch die so ansprechen, wenn ihr sonst BL-Liebhaber seid. Takeomi ist ein hingebungsvoller Vater, doch die Kombination aus Haushalt und Job überfordert ihn. Dass sein schwuler Arbeitskollege Nomura ihm unter die Arme greift, ist ihm daher nur recht. Was macht es da schon, dass Nomura ihn hartnäckig von einer Beziehung überzeugen will? Davon kann selbstverständlich keine Rede sein. Takeomi ist schließlich hetero. Doch die gemeinsamen Stunden und Abendessen zu dritt fühlen sich bald an wie das pure Glück. Im Oktober startet dann der Titel Kindergarten Wars von Yu Chiba Action Drama die Shonen, der läuft bisher in 8 Bänden noch, erscheint alle 2 Monate für 8,50 Euro. Rita ist kalt wie Eis und bereit, jeden Preis für die Sicherheit ihrer Kinder zu bezahlen. Also nicht ihre eigenen Kinder, sondern die der Kita Black, einer exklusiven Einrichtung für die Weltelite. Dort arbeitet sie als Erzieherin, seit sie ihren Job als Profikillerin an den Nagel gehängt hat und verteidigt die süßen Stöpsel mit ihrem Leben. Sie hat nur leider eine Achillesferse, ihre Schwäche für hübsche Kerle. Wird ihr das zum Verhängnis? Dann kommt außerdem der Titel Voll kein Typ von Nana Aokawa Romcom Shoujo. Der läuft bisher in 7 Bänden noch, erscheint alle 2 Monate für 10 Euro im Großformat. Tokiwa wird von seinen Kommilitoninnen zum Gruppendate eingeladen. Weil er und seine Kumpel so etwas noch nie gemacht haben, sind die Jungs ganz aus dem Häuschen. Ob die Mädchen wohl hübsch sind? Doch als sie endlich am vereinbarten Treffpunkt ankommen, werden sie anstelle von Frauen von 3 umwerfend gut aussehenden Männern in Empfang genommen. Was zur Hölle ist hier los? Und warum fühlen sie sich auf seltsame Weise zu diesen Typen hingezogen? Und dann kommt außerdem noch der Titel Mein Buchcafé in einer anderen Welt von Omiya, Kyoka Izumi und Reiko Sakurada Fantasy Romance Shoujo, der ist in 5 Bänden abgeschlossen für 7,50 Euro. Nur mal kurz die Welt retten? Nein, danke. Mit Mitte 30 ist Tsukina zu alt für so einen Quatsch. Die einzigen Abenteuer, an denen sie interessiert ist, finden zwischen Buchdeckeln statt. Also beschließt sie, ihre magischen Kräfte zu nutzen und stattdessen ein gemütliches kleines Buchcafé zu öffnen. Doch ihr ersehntes ruhiges Leben wird bald schon von bösen Mächten bedroht. Muss Tsukina am Ende etwa doch die Heldin spielen? Und dann sind wir noch, wie gesagt, bei dem Titel im Februar. Das ist noch ein Boys Love, Good Morning Sunshine von Makoto Taji, Slice of Life Einzelband für 9,50 Euro. Subaru und Yumoto studieren an derselben Uni. Weil Yumoto ein bisschen nachlässig und nicht ganz pflegeleicht ist, sorgt Subaru dafür, dass sein Freund morgens rechtzeitig aus den Federn kommt und abends etwas Warmes in den Magen kriegt. Eines Tages wird Subaru Zeuge, wie sein Kumpel und eine fremde Frau sich näher kommen und er spürt, wie sein Herz unangenehm zu schmerzen beginnt. Ist Yumoto für ihn etwa mehr als nur ein Freund? Das war also hier das erste Programm für Löwe-Manga. Ich bin gespannt. Also man hat so den typischen Dreiklang erstmal hauptsächlich aus Shonen, Shoujo und Boys Love. Was sagt ihr zu dem Programm? Was ist vielleicht euer Highlight? Und insgesamt von welchem Verlag, wenn ihr schon mal durchgeschaut habt, gefallen euch die Lizenzen am meisten? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder euer Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.